gut schnallen. Dann setzt sich einige, ist es noch ein bisschen angenehmer, sich erhöht zu setzen. Dann könnt ihr euch das Kissen bzw. die Decke unter den Po legen. Dann eventuell ein Gürtel oder ein großes Handtuch, um ganz zum Schluss die Beinrückseiten zu dehnen. Hatte ich noch einen kleinen Moment, dass ihr das alles so zusammensucht. Und dann würde ich sagen, fang langsam an. Finde deine Haltung hier, deine gemütliche Haltung im Schneidersitz mit oder ohne Kissen in der Decke unter deinem Gesäß. Leg deine Hände auf den Knien ab. Verbinde Daumen und Zeigefinger. Schließe dann deine Augen. Und atme durch deine Nase tief ein und durch die Nase wieder aus. Tief einatmen und ausatmen. Ein und ausatmen. Tiefen Atemzüge, Ruhe in deinem Körper und auch Ruhe in deine Gedanken einkehren. Hier noch einen tiefen Atemzug. Und dann lass deine Arme neben deinen Körper sinken und fange an, deine Schultern ganz sanft nach hinten zu kreisen. Wenn es dir angenehm ist, dann lass deine Augen dich noch geschlossen. Du atmest ein, ziehst deine Schultern hoch zu den Ohren und ausatmest. Kreis sie ganz sanft nach hinten. Ein letztes Mal tief einatmen und ausatmen. Geh deine Schultern nach unten und dein Kinn neigt sich ganz sanft mal zur Brust, sodass du eine schöne Dehnung spürst im Schulter-Nackenbereich. Gib einatmen, deinen Kopf wieder an und mit der nächsten Ausatmung dreh mal sanft nach rechts und schau dann nach rechts unten zur Schulter. Einatmen, nimm deinen Kopf wieder zur Mitte und ausatmen, dreh dann auf die andere Seite und lass den Blick wieder nach unten zur linken Schulter wandern. Also, nimm deinen Kopf wieder zurück. Atme ein, streck dich ganz lang. Und ausatmen, zieh deine Hände vors Herz. Noch einmal atme durch die Nase tief ein, streck dich lang. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Ein letztes Mal atme tief ein, streck dich lang. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, beide Arme bei die Seite nach oben und deinen nächsten Ausatmen, runter mal deinen Rücken, du nimmst die Arme nach vorne, dein Kopf geht durch die Arme, schiebst den Rücken richtig raus, kommst einatmend wieder nach oben, streckst dich lang und twistest dich mit deiner nächsten Ausatmung mal auf die linke Seite, die rechte Hand liegt hier vorne, die linke Hand hinter deinem Po und die linke Schulter zieh mal weit nach hinten, vielleicht kannst du über die linke Schulter nach hinten schauen. Einatmend die Arme wieder über die Seite nach oben. Lass mit der nächsten Ausatmung den Rücken erst wieder ganz rund werden. Und wieder aufrichten, einatmen. Ausatmen, dreh dich jetzt auf die rechte Seite.
der nächsten Einatmung kommt wieder nach oben. Richte dich auf. In dem Ausatmen die Arme nach hinten auf den Rücken. Du machst hinter deinem Rücken eine Faust, ziehst die Faust nach unten und das Kinn zu. Wieder einatmen, beide Arme über die Seite nach oben. Ausatmend geht deine linke Hand nach unten. Atme ein, setz die rechte Hand auf den Kopf ab und dann ziehst du mit der Ausatmung den Kopf nochmal sanft zur Seite. Und langsam lösen, lass mal die Seite wechseln. Einatmen, linke Arme nach oben. Ausatmen. Und langsam wieder lösen, beide Schultern kreisen, nochmal nach hinten. Erstmal einatmen, beide Schultern nach oben ziehen, hoch zu den Ohren, jetzt atmen durch den Mund mal aus, so einfach mal loslassen. Nochmal tief einatmen, Schultern anheben. Und ein letztes Mal tief einatmen. Und einatmen. Deinen linken Arm nach oben und jetzt mit der Ausatmung neigst du dich mal weiter auf die rechte Seite. Versuch, deine linke Pobacke am Boden zu lassen. Wenn es unangenehm sein sollte, hier deinen Nacken drücken, den Blick einfach auf deine rechte Hand. Zieh dich ganz, ganz lang und löse. Wechsel mal die Seite. Einatmen, rechter Arm geht nach oben und ausatmen, neig dich auch hier mal weiter zur linken Seite. Hier richtig schön die Dehnung. Mit der nächsten Einatmung nimm beide Arme über die Seite nach oben. Ausatmend wieder ganz rund werden. Nochmal lang strecken, einatmen. Ausatmen, die Arme gehen nach hinten, deine Faust nach unten, das Kinn zur Brust. Und lösen. Lass beide Schultern nochmal schön kreisen. Und die Seite noch einmal wechseln. Einatmen, dein linker Arm geht nach oben. Ausatmen, zieh dich weit auf deine rechte Seite. Tief einatmen, jetzt mit der Ausatmung ziehst du deine linke Schulter nach hinten. Schaffst du mir richtig Platz. Einatmen, der Blick geht deine rechte Hand, der linke Arm zieht nach vorne und ausatmen, absetzen. Dasselbe auf der anderen Seite. Du streckst einatmen, den rechten Arm nach oben und ausatmen. Neig dich erstmal nach links. Dass du in der ganzen rechten Seite eine schöne Dehnung spürst. Atme nochmal tief ein und dann ausatmen. Ziehst auch hier deine rechte Schulter nach hinten. Langsam wieder lösen und absetzen. Gut, ein letztes Mal die Schultern kreisen lassen. Und ich hoffe, soweit ist alles in Ordnung mit euch. Ihr fühlt euch wohl, habt ein ruhiges Plätzchen gefunden. Lasst uns von hier mal in den Vierfüßlerstand gehen. Achte auch hier darauf, dass deine Gelenke schön übereinander stehen, deine Schultern über deinen Handgelenken, deine Hüfte über deinen Knie. Du atmest tief ein und rundest mit der Ausatmung ganz mal deinen Rücken, drückst ihn richtig raus. Kommst einatmend in Gegenbewegung, der Bauch fällt nach unten, Blick nach vorne und wieder ausatmend, runde Rückenkatze. Atme ein, und ausatmend, runder Rücken. Einatmen, Katze. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Tief einatmen,
Genieß auch hier 2, 3 tiefe Atemzüge. Und komm langsam wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Lass mal hier das Becken einfach ein bisschen bewegen. Den Kopf mal nach rechts und links. Ganz entspannt. Tief ein- und ausatmen. Setze dann deine Zehenspitzen im Boden auf. Deine Hände kommen etwas mehr nach vorne. Du atmest tief ein und mit der Ausatmung. Komm mit deinem ersten hier raus, schon in den Mund. Und hier bleib mal. Bewege einfach deine Beine im Wechsel. Ja, mal beugen und strecken. Das Becken bewegen. Den Atem schön fließen lassen. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Setz mal die Knie jetzt so an den Kanten der Matte ab, dass du den Oberkörper richtig schön zwischen den Oberschenkeln ablegen kannst. Und dann schiebst du die Arme ganz weit nach vorne und genießt auch hier ein paar tiefe Atemzüge. Durch die Nase einatmen und durch die Nase wieder ausatmen. Komm dann langsam zurück in den Vierfüßlerstand. Nochmal Katzenkuchen einatmen, Kopf in den Nacken, auch nach unten ausatmen, runter Rücken, Katzen. Einatmen. Und wieder ausatmen, runter Rücken, Katzen. Ein letztes Mal tief einatmen. Und komm dann ausatmend in den herabschauenden Hund. Lass nochmal alles richtig schön bewegen. Deine Beine, dein Becken, den Atem fließen lassen. Vielleicht misst ihr gut und atme hier mal durch die Nase tief ein. Und so durch den Mund wieder ausatmen. Und dann ganz, ganz kleine Schritte und komm nach vorne gewandert zu deinen Händen an den Anfang deiner Matte. Lass dich einfach vorüber hängen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, es zieht in deinen Beinrückseiten, dann lass die Beine einfach gerollt. Du kannst hier richtig schön die Arme mal aus deinen Schultern ziehen. Dich auch mal zu den Seiten drehen, ja, ganz entspannt. Vielleicht die Augen schließen, sodass du nur deinen Körper ganz bewusst wahrnimmst. Was sich auch schön anfühlt, wenn du deine Unterarme mal fasst und ganz locker einfach vorne zurückschwingst. Und auch ruhig hier nochmal zu den Seiten drehen. Ein letztes Mal. Du lässt die Arme fallen und versuch mal, dich ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben hin aufzurollen. Wirklich ganz langsam. Am besten geht das mit geschlossenen Augen, dass du alles ganz bewusst wahrnimmst. Und wenn du dann aufrecht stehst, dann lass deine Schultern dann mal richtig schön nach hinten kreisen. Schau mal, dass du nach hinten Platz hast, reich für die ersten paar Sonnengrüße, sodass du hier am Anfang der Matte stehst und dann streck dich einatmend ganz, ganz lang. Lass zunächst ausatmen, den Rücken richtig rausdrücken. Wieder aufrichten, einatmen, mit dem Wachstum etwas nach hinten sanft Rückbeuge und ausatmen. Komm in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, die halbe Hebe. Schau mal, dass dein Rücken ganz gerade ist und ziehst die Schultern nochmal richtig schön zurück. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Mit der nächsten Einatmung bringst du jetzt ein rechtes Bein einen großen Schritt nach hinten. Die Hände sind auf dem Boden. Achte auf dein linkes Knie, dass du das nicht über deine Zehenspitzen schiebst und auch hier die Ferse wirklich am Boden ist. Atme nochmal tief ein und bring dich jetzt mit der Ausatmung wieder zurück in den
herabschauenden Hund. Wenn hier schau mal, dass das Gewicht wirklich hinten auf deinen Füßen liegt, nicht so sehr auf den Händen, du ziehst die Schultern sanft nach hinten. Kommst einatmend ganz kraftvoll in die Planke, in das Brett. Und um jetzt wieder auf die Matte zu kommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder legst du deine Knie zunächst ab, dann die Brust und dann die Stirn, hältst die Arme eng am Oberkörper. Oder du bist in der Planke, atmest tief ein und ausatmend beugst du deine Arme für Chaturanga. Leg dann deinen Fußrücken am Boden ab. Roll dich sanft nach oben einatmen. Und ausatmen, schieb dich von hier wieder zurück in den herabschauenden Hund. Komm einatmend auf deine Zehenspitzen, der Blick geht nach vorne. Und jetzt mit der Ausatmung bringst du deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Jetzt kann es mal sein, dass der rechte Fuß nur bis hier kommt. Gar kein Problem, schnapp dir dein Sprunggelenk, zack, und bring deinen Fuß nach vorne. Einatmen, lass dein linkes Bein voll. Ausatmen, tiefe Vorbeugung. Einatmen, beide Arme über die Seite nach oben, richte dich auf. Stell dich mal an. Du musst einfach in der Matte ausatmen und rund deine Rücken. Atme ein, streck dich wieder lang. Sanfte Rückbeuge, wenn du möchtest. Und ausatmen. Tiefe Vorbeuge. Atme ein für die halbe Hebe. Dein Rücken ist gerade und du ziehst deine Schultern nach hinten. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Bring jetzt einatmen, dein linkes Bein einen großen Schritt nach hinten, nach hinten auf dein rechtes Knie schauen. Also das versucht zu vermeiden. Ja, sondern bleib wirklich so. Mal tief einatmen und ausatmen, herabschauen, erhöht. Komm mit dem nächsten Einatmen in die Planke. Halte hier. Und jetzt finde deinen Weg tief wieder für Chaturanga. Also entweder die Knie ablegen, die Brust, die Stirn oder du beugst deine Arme. Atme ein, nimm die Fußrücken ab und vielleicht ziehst du die Beine nochmal richtig schön aus den Hüften. Rollst die Schultern sanft nach hinten, kleine Körper. Oder wenn du magst, nimmst du den Herz auch schon und mutigst die Knie etwas an. Ausatmen, herabschauen und komm einmal und ab hier wieder auf deine Zehenspitzen. Dein Blick geht nach vorne und jetzt bringst du deinen linken Fuß zwischen deine Hände. Gegebenenfalls wieder nachhelfen und einatmen, dein rechtes Bein nach vorne und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, beide Arme über die Seite nach oben, streck dich lang und zieh ausatmen, mal die Hände vor dein Herz. Wenn du magst, dann halte hier einen kleinen Moment inne. Spüre deinen Herzschlag. Lass deinen Atem ruhiger werden. Und spüre auch hier den Boden unter deinen Füßen. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Und jetzt
Einatmen dein rechtes Bein einen großen Schritt nach hinten. Ausatmen und abschauen nach oben. Komm einatmend in die Planke. Und ausatmen deinen Weg tief in den Chaturanga Dandasana, so wie es für dich angenehm ist. Leg einatmen, deinen Fußrücken ab, drück dich nochmal richtig schön lang. Zieh die Schultern und Saden nach hinten, kleinen Körper. Und von hier, dass man ausatmen, in die Kindeshaltung geht, ruhig die Knie außen an den Rändern der Matte, sodass du den Oberkörper richtig schön ablegen kannst, zwischen deinen Oberschenkeln dich ganz lang strecken kannst. Atme tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Nimm auch hier noch einen tiefen Atemzug. Komm dann in den Vierfüßlerstand zurück. Vielleicht einfach nochmal den Kopf so hängen lassen, das Becken ein bisschen kreisen. Schau dir, dass deine Hände nicht unbedingt hier sind, sondern wirklich unter deinen Schultern stehen. Atme nochmal tief ein, runde ausatmend deinen Rücken platze. Und einatmend wieder. Ausatmend ruhender Rücken und Herzen. Und einatmend ruhig. Ein letztes Mal ausatmend ruhender Rücken. Und dann bleib mal hier. Lass mal mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein nach hinten strecken. Genau. Hier, hier deine Position nach drin, auf dass du nicht ausdrehst, wenn dein Hüftknochen nach unten schaut. Dein linker Arm zieht nach vorne, der Kopf ist schön in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Du atmest tief ein. Ja, hier kriegen wir es gegebenenfalls wieder das Kissen oder die Decke und dein linkes Knie, falls es unangenehm sein sollte. Ich warte noch kurz. Tief einatmen und dann mit der Ausatmung runde dich. Ja, zieh deinen Ellbogen an deinem Knie vorbei, dein Knie nach vorne zur Nasenspitze und streck dich dann einatmend wieder ganz lang. Atme aus, runde dich. Wieder einatmend lang strecken. Und ausatmen, runden. Noch einmal tief einatmen, lang strecken. Und ausatmen, runden. Ein letztes Mal einatmen, lang strecken. Setz jetzt ausatmen, deine linke Hand, dein rechtes Knie an. Schieb den Po mal nach hinten zu deinen Fersen, nimm die Arme nach hinten, mach dich ganz klein und rund wie ein Päckchen. Du kannst dir auch, wenn du das als unangenehm empfindest, deine Hände so wie so ein Türchen bauen und legst dann deine Stirn wieder ab. Roll die Schultern seitlich nach hinten, nimm deine Hände, deine Arme hinten auf den Rücken, eine Faust machen und mit der Ausatmung ziehst du deine Faust entweder nach hinten, unten zu deinen Füßen oder deine Arme ziehen nach oben und zur Decke. So wie es für dich angenehm ist. Lass noch einmal tief ein- und ausatmen. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Einatmen, Zehenspitze in den Boden, komm ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Wieder einatmen und auf die Zehenspitze, der Blick geht nach vorne, ausatmen, dein rechtes Bein kommt nach vorne, ganz sanft in eine Elfe. Einatmen, kommt dein linkes Bein nach vorne. Und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, nimm beide Arme über die Seite nach oben, streck dich lang, runde Ausatmen, deinen Rücken. Wieder aufrichten, einatmen. Ausatmen, die Arme gehen nochmal nach hinten, deine Faust ziehen nach unten, dein Kinn zu Fuß. Streck dich einatmen und wieder lang.
die Schultern kreisen. Ich gehe nah ans Kamera, dass ihr das von der Seite hoffentlich gut sehen könnt. Ich hoffe auch, ihr versteht gut, was ich sage, dass es ankommt bei euch zu Hause. Gut, ich lasse wieder an den Anfang der Matte. Meine Füße und Hüftbeine aufgestellt. Nimmst die Arme über die Seite nach oben, streckst dich lang und ausatmen. Kommst du in die Tiefe, Vorbeuge. Einatmen, die halbe Hebe, Rücken gerade, Schultern zurück. Und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, nimm jetzt dein linkes Bein nach hinten. Guck wieder, dass du dein rechtes Knie nicht nach vorne schiebst, sondern wirklich bleibst. Atme jetzt nochmal ein und vom Ausatmen wieder zurück in den herabschauenden Grund. Das Gewicht auf deinen Füßen, nicht auf den Händen. Einatmen, das Brett, deine Klappe. Ausatmen, finde deinen Weg tief, Chaturanga, Dandasana. Leg deine Fußrücken ruhig an, zieh nochmal richtig schön die Beine aus den Hüften, fühlt sich schön an, die Hände sind dafür, der Brust. Roll einatmen, die Schultern nach hinten, den Oberkörper ein, die Füße schön hier vorne einatmen, wenn du magst, löse auch deine Knie von oben ab. Schieb dich ausatmend wieder in die Kindesseite. Die Knie sind außen an den Rändern der Matte und du streckst dich ganz lange nach vorne. Genießt auch hier ein paar tiefe Atemzüge. Und mit jeder Ausatmung schiebst du vielleicht den Arm noch ein bisschen mehr nach vorne, so als würdest du die Matte von uns auseinanderziehen wollen. Und dann zurück in den Vierfüßlerstand. Hier erstmal das Becken so ein bisschen bewegen. Und Nacken entspannen. Rechts und links drehen deinen Kopf. Atme tief ein und ausatmen. Runde den Rücken wieder, um richtig schön Katzenkugel zu machen. Einatmen, der Bauch geht nach unten. Blick nach vorne. Ausatmen, wieder rund werden, Katze. Einatmen. Und wenn du jetzt vielleicht auch wieder was Weiches unter dein rechtes Knie, weil jetzt die Seite einmal wechseln, du streckst einatmen dein linkes Bein aus. Nimmst die linke Hand richtig schön unter deine Schulter, den rechten Arm strecken nach vorne. Atme tief ein, zieh dich ganz, ganz lang. Ausatmend ziehst du deinen rechten Ellbogen am linken Knie vorbei. Das linke Knie kommt nach vorne Richtung Nasenspitze. Wieder tief einatmen und lang strecken. Ausatmend rund. Noch einmal tief einatmen und lang strecken. Und ausatmend rund. Einatmen lang und ausatmen rund. Ein letztes Mal tief einatmen und setzt dann ausatmend auch hier die rechte Hand, das linke Knie ab. Schieb den Hof nach hinten, mach dich ganz klein und rund wie ein Päckchen. Beide Schultern ganz sanft nach hinten, die Arme liegen auf dem Rücken. Du machst mit den Händen, du formst wieder eine Faust und ziehst diese Faust ausatmend entweder nach unten zu den Füßen oder nach oben zur Decke. Nach einem tiefen Atemzug halten. Dann löse auch hier mal wieder, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Atme tief ein und ausatmen, herabschauen nach unten. Einatmend, komm auf deine Zehenspitzen, der Blick geht nach vorne.
und ausatmen, kommt dein linker Fuß jetzt zwischen deine Hände. Einatmen, komm dein rechtes Bein vor. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, nimm deine Arme über die Seite nach oben, streck dich wieder ganz, ganz lang. Und auch hier ausatmen. Die Hände in Anjumudra vor dein Herz. Wenn sie da mal auf der Brust ablegen, spürst dein Herz schlagen. Schließ die Augen. Lass deinen Atem ruhiger werden. Löst an, deine Hände mal voneinander, lässt die Arme mal fallen, Schultern kreisen nochmal nach hinten und jetzt leg vielleicht mal die Hände auf deinem Bauch ab. Bleib mal hier und schließ ruhig deine Augen und du atmest jetzt durch deine Nase ein und dabei drückst du deinen Bauch mal richtig fest gegen deine Hände, richtig rausdrücken. Und dann atmest du durch die Nase wieder aus und ziehst deinen Bauchnabel nach innen. Tief einatmen und aus. Und ein und aus. Und ein und aus. Ein letztes Mal. Und du spürst den Atem ganz tief in deinen Bauch. Lass nochmal die Schultern richtig schön nach hinten kreisen. Vielleicht nochmal ganz lang strecken. Einatmen, dich mit dir ausatmen. Nochmal zur rechten Seite ziehen. Ganz weit. Dich wieder einatmen, lang strecken. Ausatmen zur anderen Seite. Gut, einatmen, geh dich sanft nach hinten. Nimm ausatmen, mach hier deine Arme nach hinten. Zieh die Faust nochmal nach unten Richtung Matte, dein Kinn geht zu Brust. Super, einatmen, tief deinen Kopf an. Mit der nächsten Ausatmung beugst du deine Beine und du legst deinen Oberkörper auf den Oberschenkeln ab. Atmest tief ein und bleibst entweder so oder ausatmen, strehen deine Arme ein bisschen nach oben zur Decke. Lass den Kopf einfach hängen. Dann langsam die Arme nach unten sinken lassen. Du kannst jetzt mal deine Arme kreuzen. Ja, leg sie hier auf den Unterschenkeln ab. Fasst hier und lass den Kopf noch hier wieder ganz entspannt fallen. Streckst dann einatmen deine Beine. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, richte dich wieder auf, nimm beide Arme über die Seite nach oben und ausatmen, winkel deine Arme mal an. Schau mal jetzt, wenn du die nächste Übung ausführst, dass du deinen Becken gerade lässt, deine Hüfte nicht mitnimmst, dein Becken, deine Hüfte noch im Zeigen nach vorne, du atmest ein, ziehst ausatmen, erstmal deine Schultern tief. Mal einatmen, jetzt drehst du mit der Ausatmung deinen Oberkörper mal nach links. Also versuch das zu vermeiden, sondern du lässt die Hüftknochen wirklich nach vorne zeigen und drehst dich dann auf die linke oder rechte Seite, ist egal, wie es sie liegt. Genau. Und wieder zurück. Atme ein, wir gehen länger in deinen Oberkörper und ausatmend dreh dich auf die rechte Seite. Zurückkommen, nochmal tief einatmen, ausatmen, komm ganz, ganz langsam, Wirbel für Wirbel nach unten, lass dir wirklich viel Zeit. Du kannst natürlich auch hier deine Beine wieder leicht beugen, wenn es sich besser anfühlt. Nochmal so ein bisschen die Arme aus den Schultern ziehen und dann ganz, ganz langsam wieder nach oben aufrollen. Lass dir wirklich Zeit. Wenn ihr schneller sein solltet als ich und schon aufrechtstehen und ich mich immer noch langsam aufrolle, dann könnt ihr
gut an, oder? Sehr gut. Nächste Runde bleiben wir hier schließen. Die Füße ein bisschen enger zusammen, die Knie berühren sich. Deine Zehen ein bisschen auseinandergezogen. Du streckst dich erstmal ganz, ganz lang, atmest tief ein und ziehst jetzt mit der Ausatmung, guck mal, die Schultern nach unten. Ja? Einatmen, dreh mich mal von der Seite zur Seite und ausatmen, kommst du jetzt in diese Stuhlposition. Utkatasana, als würdest du dich hinten auf einen Stuhl setzen, schiebst du deinen Po nach hinten, dann ist die Arme gestreckt. Schau mal, dass du dein Becken wieder so kippst. Seht ihr das? Jetzt ist mir jetzt einfach keiner mehr. Also du kippst dein Becken, dass du hier schön gerade bist, nicht im Hohlkreuz bist, streckst dich ganz, ganz lang. Atmest tief ein und nimmst ausatmend jetzt nochmal deine Arme nach hinten, ziehst die Faust nach unten, hältst hier. Langsam lösen, einatmen in die Arme, über die Seite nach oben streck gleichzeitig deine Beine wieder. Und Runde ausatmen, den Rücken. Wieder aufrichten, einatmen. Lass die Beine noch eng zusammenkommen, ausatmen in die tiefe Vorbeuge. Einatmen, die halbe Hebe. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, in beide Arme über die Seite wieder nach oben. Du richtest dich auf. Ausatmen, die Schultern tief ziehen. Lass uns einmal so ein bisschen twisten. Einatmen, streck dich nochmal lange, leg die Handflächen aufeinander ab. Und jetzt mit der Ausatmung beugst du die Beine, also setz dich wieder gedanklich auf diesen Stuhl. Nimmst deinen rechten Ellbogen nach außen an dein linkes Knie. Jetzt guck mal, dass dein rechtes Knie sich nicht so nach vorne schiebt. Das passiert nämlich schon mal ganz gerne. Und dann drückst du die Handflächen fest gegeneinander, drehst dich hier schön zur linken Seite. Genieß deine tiefe Atemzüge. Super, komm dann wieder nach oben. Streck deine Beine, deinen Oberkörper und deine Arme lang. Einatmen, dasselbe auf der anderen Seite, ausatmen. Linke Ellbogen, rechts außen an deinem Knie. Achte wieder, dass möglichst deine Knie auf einer Höhe bleiben. Und auch hier wieder einatmen, lang strecken, die Beine zur Hüftbreite öffnen. Super, komm, ausatmen und in die tiefe Vorbeuge. Einatmen und die halbe Hebe. Die Sonne geht gerade ein bisschen weg, ob wir noch den einen oder anderen Sonnengruß machen. Aber ich glaube, schaffen wir nicht mehr. Okay, ausatmen, macht er gleich zu Hause noch ein bisschen. Tiefe Vorbeuge. Einatmen, das rechte Bein geht nach hinten, lass nochmal einmal in den herabschauenden Mund kommen, ausatmen, hier halten. Super, einatmen, komm auf die Knie und ausatmen, so wie es für dich angenehm ist. Wenn du es schöner findest, die Arme nach vorne zu strecken, mach das oder du nimmst die Arme nach hinten, hältst nochmal kurz hier. Dann langsam deinen Kopf anheben, sodass du auf deinen Po sitzt, dich einmal drehen. Genau, gucken wir, dass du nach hinten einen schönen Platz hast. Wenn du gerade einen Gürtel geholt haben solltest oder eine Decke, dann bring dich schon mal in die Nähe deiner Matte. Wenn du nichts hast, geht auch so. Das einfach alles gut. Wieder aufrichten, einatmen. Guck mal, jetzt mit der Ausatmung. Ach hier, ja, richtig schön. Den Rücken rausdrücken, du pulst den Bauch richtig schön aus. Kommst du nach oben, atmest, deine Beine sind hüftbreit auf der Matte aufgestellt. Wieder ausatmen. Und werden einatmen, aufrichten. Und nochmal ausatmen und werden. So, komm wieder nach oben, atme ein. Nimm die Arme jetzt mal nach vorne, die Schultern nach hinten. Einatmen, ausatmen,
Und ausatmen, zurück. Nach oben kommen, wieder einatmen. Und ausatmen. Super, komm dann nach oben, atmen ein. Jetzt lass dich ausatmen, einfach mal so über deine Oberschenkel fallen kannst. Wenn es sich gut anfühlt, die Arme hier von innen nach außen nehmen. Und lässt dann einfach den Kopf mal so lang ganz entspannt nach unten fallen. Ja, so oder so. Das, was für dich angenehm ist. Hier zwei, drei tiefe Atemzüge genießen. Und wenn das dann langsam den Oberkörper wieder anheben und dann gehen wir gemütlich auf in die Rückenlage. Da sind wir ja schon in die Rückenlage ganz, ganz langsam nach unten wieder abrollen. Und wenn du dann auf den Rücken liegst, dann zieh erstmal nochmal deine Knie zur Brust heran und mach so ganz kleine kreisende Bewegungen. Ich mag die Richtung wechseln. Ja. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Plätzchen zu Hause gefunden. Ist ja nicht immer ganz so leicht, ne? Bei mir funktioniert dann immer die. Und ist dazwischen. Dann lass die Arme mal einatmen, zur Seite nehmen, die Beine strecken mal lang, hier die Fußgelenke kreisen lassen, die Füße beugen und strecken. Atme tief ein und mit der nächsten Ausatmung lass deine Knie mal auf die rechte Seite fallen und du drehst deinen Oberkörper jetzt auf die andere Seite, also die Knie liegen ja rechts. Und dann leg zum linken ausgestreckten Arm. So als würdest du deine Wirbelsäule mal ausbringen, wie ein Handtuch. Nimmst du einen Atem, streck die beiden erstmal wieder nach oben lang. Und ausatmen, lass die Seite mal wechseln, die Knie liegen links und du drehst den Oberkörper auf die rechte Seite, jetzt hier. Du bist ein Einatmen, streck mal die Beine richtig lang, deine Arme. Tief ein und jetzt mit der Ausatmung mach dich mal ganz klein und mit dem Päckchen. Du kannst den Oberkörper ruhig anheben, jetzt die Stirn zu deinen Knien. Du streckst dich dann wieder ganz lang. Nochmal tief einatmen und wieder ausatmen. Runden. Super, lass noch einmal ganz lang strecken. Und ausatmend wieder runden. Leg jetzt nur deinen Rücken ab und dein rechtes Knie ziehst du zur Brust heran. Das linke Bein streckst du einatmend ganz, ganz lang. Als würde jemand da oben an deinem Fuß stehen und zieht das Bein richtig lang aus deiner Hüfte. Echt nochmal ein bisschen die Füße kreisen lassen. Du legst deine linke Hand jetzt auf deinem rechten Knie ab und streckst einatmend den rechten Arm zur Seite. So linke Hand auf dem rechten Knie. Rechter Arm ist zur Seite ausgestreckt. Atme tief ein, jetzt ausatmen, twiste dich auch hier nochmal. Bring dein rechtes angewinkeltes Bein nach links und schau mal zum rechten ausgestreckten Arm. Schließ auch hier die Augen, wenn du magst. Atme tief ein und aus, spüre, wie sich der Atem, die Atmung verändert.
und langsam lösen, dass die Seite mal wechseln. Einatmen, streckst du das rechte Bein ganz nach außen und ausatmen, ziehst du das linke Knie erstmal zur Brust. Ach hier, das rechte Bein anstrecken. Lass die rechte Hand mal auf dem linken Knie abgelegt zurück und der linke Arm ist zur Seite ausgestreckt. Du atmest tief ein und twistest dich nach hier ausatmen. Ja, das linke angewinkelte Bein dreht sich nach rechts und du schaust nach links, bis dich hier hältst. Ganz tief. Durch die Nase ein und wieder aus. Spanne hier auf deine Stirn und deinen Kiefer. Löse mal deine Zunge vom Gaumen. Und noch einen tiefen Atemzug hier und dann beugst du dein rechtes Bein. Streckst das Bein aus, lässt mal beide Füße so nach außen fallen. Spür jetzt mal hinterher, spür mal den Unterschied von rechts zu links. Muss die Arme richtig schön hinter. Dein Kopf hältst hier. Lass die Seite wechseln, stellst beide Füße zunächst wieder auf. Ja, streckst dein Bein ab, mit das linke Bein nach oben und wieder ohne. Gürtel, T-Shirt, Handtuch, was auch immer. Genau, atmest tief ein und ausatmen, ganz sanft. Das Bein, spürst hier in der Beinrückseite die Dehnung. Kannst dann das rechte Bein ausstrecken. Stützt dich wieder so gegen deine gedachte Wand. Legst die Hand, die freie Hand auf deinen Bauch ab. Schließt, du möchtest deine Augen. Lässt den Atem wieder ganz ruhig und gleichmäßig fließen. Den Atem ganz tief in deinen Bauch. Und
mal nach außen fallen lassen. Streck dich ganz, ganz lang aus. Perfekt. Setze dann anschließend deine Füße am Boden wieder auf. Die Arme gehen seitlich neben deinem Körper. Und du rollst dich von hier mal ganz langsam nach oben hinauf. Und das fühlt sich gut an. Also du kippst dein Becken erstmal so ein bisschen Richtung Oberkörper, dass dein ganz kompletter unterer Rücken auf der Matte liegt und dann hebst du Wirbel für Wirbel an. So, das Gewicht auf deinen Schultern und auf deinen Fersen hast. Atmest tief rein. Und kommst ausatmen, nochmal langsam wieder zurück. Und schließt. Nimmst du alles in die Brust erfahren, das noch einmal langsam wieder aufrollen. Atmen. Und ausatmen, langsam wieder abrollen. Ja, ein bisschen einatmen. Streck die Beine nach oben aus, dass wir die Fußgelenke kreisen. Und dann entscheidet man du, welche Form der Umkehrhalte für dich angenehm ist. Wenn du Schulterlangenprobleme haben solltest, dann bleib einfach in dieser Position. Du kannst aber die Beine mal so ein bisschen nach außen fallen lassen. Du kannst Fußgelenke kreisen lassen, die Füße beugen und strecken. Ansonsten kannst du dich nach oben in den Schulterstand. Wenn du hier sein solltest, dann versuch wirklich jede Bewegung mit deinem Kopf zu vermeiden, nämlich nach rechts und links zu drehen. Auch hier kannst du die Beine nach außen fallen lassen. Du kannst die Knie ablegen auf der Stirn. Du kannst deine Beine hinter deinen Kopf bringen, die Arme strecken. Das, was sich für dich gut anfühlt, mach wirklich nur das, was sich für dich angenehm anfühlt. Genieß hier diesen Moment der Ruhe halten. Und dann komm langsam zurück und mach es dir für Shavasana, für die tiefen Entspannung bequem. Vielleicht magst du dir was Warmes anziehen jetzt, vielleicht ist dir auch so warm. Ich habe lange überlegt, ob ich euch vielleicht eine kleine Entspannungsgeschichte vorlese. Und ich mache das einfach, habe ich mich zu entschieden. Ich hoffe, ihr könnt dabei gut entspannen. So hin, wie es für dich angenehm ist, wie du gut einen kleinen Moment loslassen kannst. Du kannst dich auf den Rücken legen, auf die Seite, auf den Bauch. Und wenn du deine Entspannungsposition gefunden hast, dann schließe deine Augen und lass Ruhe in deinen Körper einkehren. Lenke deine Gedanken, deine Aufmerksamkeit jetzt ganz auf deinen Körper. Sei ganz bei dir, in dir und Ruhe in dir selbst. Nimm deinen Atem wahr, wie er gleichmäßig kommt und geht. Dein Atem kommt und geht, ruhig und gleichmäßig. Lasse mit deinen gleichmäßigen Atemzügen immer mehr Ruhe und Gelassenheit in deinen Körper einkehren.
entspannen sich. Verspannungen lösen sich und der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Jetzt mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deinem Körper zurück. Nimm deine Umgebung ganz bewusst wahr, die Geräusche und auch meine Stimme. Nimm deinen Körper wahr, hier auf dem Boden liegt. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, der ruhig und gleichmäßig kommt und geht. Stelle dir vor, mit jedem Atemzug immer mehr die Schwere aus deinem Körper vertreibst. Es ist Zeit, den Körper wieder zu aktivieren, ihn zu bewegen, sich zu strecken, zu gähnen und sich von der Schwere zu befreien. Soweit bist, dann roll dich gerne nochmal auf deine Lieblingsseite, zieh beide Knie zur Brust heran und halte noch einen ganz kleinen Moment in dieser geschützten, geborgenen Haltung inne. Zurück in die dich angenehme Position mit dem Schneider in den Fersen sitzt. Gib die Hände in deinen Schoß oder auf deinen Knien ab. Halte mich noch einen ganz kleinen Moment deine Augen geschlossen und spüre und schaue in dich hinein. Bis noch tiefe Atemzüge und genieße diesen Moment der Ruhe nur für dich. Nimm dann die Hände in Ajna vor dein Herz. Binde dein Herz und dein Verstand miteinander, indem du die Stirn auf deinen Fingerspitzen ablegst. Wenn du magst, dann verneige dich in deinen gesunden Körper und deinen gesunden Geist. Verneige dich einmal vor dir selbst. Namaste. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch sagen, ich war ganz schön aufgeregt, also mal rüber.
Stunde einfach mit unserer Kamera zu gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch gut getan. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in diesem Studio. Bleibt gesund und munter und wenn ihr mögt, bis nächste Woche Dienstag. Bonfit. Tschüss.